Ja, herzlich willkommen zu unserem letzten Handelstag in dieser Woche, die ja doch sehr turbulent war mit vielen Bewegungen Oberseite, Unterseite und im Schwerpunkt. Ja, worum geht es heute? Zum einen ein kleines Update zu zwei Werten, die bereits schon aktiv laufen. Es geht um den deutschen Aktienindex und vor allem aber auch um die Nasdaq 100. Wir haben zusätzlich noch die Nokia und die HelloFresh. Die werden wir dann aber allerdings um 14.15 Uhr wie gewohnt unter heavytraders.live nochmal aufgreifen und ausführlicher gemeinsam miteinander besprechen. Es geht natürlich an erster Stelle um den DAX selbst, der zumindest mal in den letzten Handelstagen doch etwas seitwärts schiebt. Und die alles entscheidende Frage, ja, wo könnte die Reise möglicherweise hingehen? Wenn man sich das mal auch hier aus Sicht der Liquiditätsanalyse vornimmt, also mal ein bisschen in die Orderbücher reinschaut, dann sehen wir ganz klar, dass da gewisse Preisakzeptanz zu sehen ist, also gewisse Akkumulationsphasen aufgebaut werden, die durchaus das Potenzial mitbringen, eventuell auch hier DAX-Ziele Richtung 15.350 soweit anzusteuern. Warum, weshalb? Das wollen wir uns gleich mal etwas genauer anschauen. Lasst uns am besten direkt mal einen Blick auf den Monitor werfen. Erstmal das kleinere Update zu unserem Nasdaq Call, den wir auch hier in dieser Woche soweit aufgenommen haben. Da sehen wir entsprechend auch mit dem letzten Bewegungstief, ihr erinnert euch, wo wir schon auch hier wirklich einen sehr, sehr guten Trade bereits platziert haben mit einem sehr guten Chance- und Risikoverhältnis Richtung 13.900, wo wir auch hier mit dem Nasdaq-Call gute Performance soweit erzielen konnten. Und auch hier unser Trading-Konto in dem Monat März, das liegt auch aktuell roundabout knapp bei 23% im Plus. Wie geht es jetzt weiter mit der Nasdaq 100? Wir haben da eine laufende Position, was wir auch schon letzte Woche oder in dieser Woche bereits gemeinsam besprochen haben. Da sind wir aktuell knapp mit 18% im Plus. Man kann auf jeden Fall jetzt zumindest mal eines sagen, solange wir kurzfristig über der Marke von knapp 14.400 notieren, besteht durchaus das Potenzial, auch wenn das jetzt im Moment noch als sehr unrealistisch klingt, aber wir sind da im Moment in einer sogenannten Momentumsphase. Das heißt also, die Preise werden akzeptiert und die nächste Liquiditätsebene, die liegt tatsächlich bei der Nasdaq 100, sage und schreibe knapp bei 15.260 Punkte auf der Oberseite. Aber auch da werden wir nochmal das Thema aufgreifen bei uns hier im Teamtrade des Tages um 14.15 Uhr. Wie wir zumindest mit der Position weiter fortgehen werden, das heißt also Stop auf Einstand, um das Risiko aus dem Markt rauszunehmen oder gegebenenfalls, wenn wir heute schon sehr stark eröffnen, eventuell auch mal den Stop in Gewinn zu platzieren. So, jetzt kommen wir zu unserem DAX selbst. Ich hatte das schon bereits eingangs erwähnt, dass wir da in einer sogenannten Sammelebene sind oder auch Akkumulationsphase genannt. Das heißt, wir schieben also seitwärts, die Preise werden akzeptiert, die großen Marktteilnehmer sind hier ordentlich dabei, höhere Umsätze zu generieren. Zwischen der Marke aktuell knapp von 14.360 und auf der Unterseite knapp bei 14.200 Punkte auf der Unterseite. Es gibt durchaus nochmal eine obere markante Marke und das sollte an sich so das nächste übergeordnete Ziel sein, Richtung 14.500 Punkte. Und unsere laufende Position, unser DAX Call, den wir auch hier bei uns ja als Daily Business immer wiederkehrend aufnehmen, je nachdem wie das Chance- und Risikoverhältnis platziert ist, Trades eingehen und dann auch hier über unseren Trade-Ticker mitteilen. Da sind wir auch in dieser Woche soweit eingestiegen, in der Zwischenzeit knapp mit 10%. Und die Frage ist, wie realistisch ist tatsächlich das Ziel auf der Oberseite beim DAX Richtung 15.300 Punkte auf der Oberseite? So, jetzt schaut man sich erstmal die gesamte Marktlage an. Das heißt, wir haben da keine positiven Impulse, wenn man sich jetzt tatsächlich mal Ukraine-Russland-Konflikt anschaut, was die Zinswende betrifft, was der Ausblick der einzelnen Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr betreffen. Wir haben eine Inverse-Zinskurve. All das sind natürlich Themen, die durchaus eher negativ behaftet sind. Allerdings muss man immer unterscheiden, es geht um sehr viel Liquidität, wo auch entsprechend hier in die Märkte investiert wird. Und wenn entsprechend hier große Shortseller oder auch Hedgefonds oder Absicherungsmaßnahmen, die hier getroffen worden sind, mal geschlossen werden, dann kann es durchaus auch hier zum Schließen dieser Positionen führen, die dann entsprechend
zu stärkeren Kaufsignalen geführt werden. Das heißt also, man kauft letztendlich dann den DAX und das hat durchaus dann auch, Explosionspotenzial, so kann man es dann formulieren, mit Ziel Richtung 15.350 Punkte auf der Oberseite. Das klingt jetzt erstmal auf dem Niveau enorm viel, aber es ist nicht auszuschließen. Dafür muss aber auch erstmal die Rahmenbedingungen gesetzt werden. Das heißt, wir müssen zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, wir dürfen nicht nachhaltig unter die 14.200 Punkte. Und zweitens, wir müssen nachhaltig über die 14.5 drüber hinausgehen. Wenn uns das gelingen sollte, dass wir die 14.5 rausnehmen, sehe ich da recht gute Chancen, dass unser DAX-Call möglicherweise auch hier weiter nach oben ausdehnen kann. Auch hier nochmal vielleicht der Hinweis mit der laufenden Position. Sobald wir Kurse über 14.400 sehen, werden wir entsprechend das Risiko aus dem Markt rausnehmen und versuchen auch hier diese Ziele da oben soweit anzusteuern. Im kurzfristigen Sinne, wenn wir da irgendwo mittendrin sind, Kurse um 14.7, 14.8, überlegen wir durchaus auch hier die Long-Position soweit zu schließen. So, was ist jetzt Team-Trade des Tages? Das war es erstmal aus charttechnischer Sichtweise. Wir haben nämlich auch folgenden Gedanken auch hier gemeinsam ausgetauscht und uns auch Überlegungen vorgenommen, Aktien aufzunehmen oder doch beim Index zu bleiben. Dadurch, dass natürlich der DAX 40 die 40 Werte auch widerspiegelt, eher dann auf den Index weiterhin zu konzentrieren. Unsere laufende Position mit der folgenden Wertpapier-Kennnummer, Matadora 2, Mata 2,7. Da wollen wir eventuell Positionen aufstocken. Das heißt, wir wollen separat nochmal eine Zusatzposition eröffnen mit einem separaten Stop. Aber allerdings müssen erstmal die Rahmenbedingungen soweit erfüllt werden. Das heißt, mal Minimum, dass wir auch mal die 14.400 soweit rausnehmen, eventuell damit einen Stop von 14.2 versehen, um den Ausbruch über die 14.500 Punkte auch soweit handeln zu können. Wie das im Einzelnen funktioniert mit der laufenden Position und mit dem Aufstocken der Position mit einem separaten Stop, dazu laden wir euch recht herzlich ein. Hier bei uns um 14.15 Uhr unter heavytraders.live. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird recht spannend. Wir sehen uns. Bis gleich.